Hallo zusammen und ganz herzlichen Dank für 30.000 Abonnenten auf diesem Kanal sowie all die monatlichen Unterstützer von euch, die die Arbeit dieses Kanals überhaupt erst möglich machen. Zu diesem Anlass haben meine Frau und ich für euch eine halbe Stunde lang die Christopher Street Days dieses Jahres kommentiert. Mal humoristisch, mal aber auch leider sehr traurig. Die komplette Version findet ihr exklusiv im Telegram-Kanal. Jetzt folgt erst einmal ein einminütiger Trailer, damit ihr seht, worauf ihr euch da einlasst. Viel Spaß dabei, freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao. Oh Gott. Und meine Pronomen sind they, she. Sie im Plural zu benutzen. Das ist richtig erhaben hier. Genau, das ist so königlich. Nur so aus heiligen Schriften. Doch, doch, das sind erhabene Menschen. Also sie will ja mit they. Und ich respektiere das. Respektierst du das auch? Ja, ja. Okay, Kind, wo sind deine Erziehungsberechtigten? Was machst du da eigentlich? Ja, ich bin da Felix. Was ist hier los? Er hat ein Kuscheltier an seinem Revers. Ist das das Einzige, was dir auffällt? Das Kuscheltier am Revers. Meine Sexuality einfach ein bisschen präsentieren kann. Der ist 11. Und er will seine Sexuality präsentieren. Was meint er damit überhaupt? Oh, mein Gott. Wie gleich. Das ist doch illegal in Deutschland. Du darfst nicht einfach nackt rumlaufen. Komplett nackt. Goethe wäre stolz auf euch. Wie geht's denn unserem Land aktuell? Oh mein Gott. Hussein, das ist der Untergang. Das ist der Untergang. Inflation, Umwelt. Das hat er alles mal in den Nachrichten gehört. Hat er wirklich gesagt, dass gewisse Politiker nicht leben dürfen? Ja. Das ist doch der Traum des linken Mainstreams heutzutage, oder? Arabische Männer, die Bauchtanz machen? nicht unbedingt das. Trans, auf dem Christopher Street Day, Aktivist und dann auch noch Migrant. Ja, der sollte wirklich nicht nach Hause, ne? In Syrien nimmt man den nicht so auf.